Und damit willkommen zu einer neuen Runde Dungeons of Infinity, Leute. Es geht wieder weiter in eine neue Runde. Wir starten rein. Der letzte Part war mal wieder gar nicht so erfolgreich, aber dafür gehen wir heute mit neuen Gewissen rein. Sora regelt das heute für uns. Und als kleine Challenge nehmen wir natürlich wieder keine Shops. Das ist, glaube ich, aktuell die schwierigste Challenge, die wir bis jetzt bisher hatten. Achso, back. Ich muss back. Okay. Und starten rein. So, es geht mal wieder los. Der Vorteil ist, diesmal bin ich ein bisschen ausgeschlafener. Ich bin hier frisch im Wochenende und bin guter Dinge, dass wir es vielleicht irgendwie auf die Ketten bekommen, das heute zu schaffen. Was brauchen wir? Wir brauchen Glück und Konzentration. Das sind so zwei Hauptaspekte, die wir heute benötigen, um das hier abzuschließen. Geld spielt dabei keine wirklich große Rolle. Eher das Finden von Geheimräumen. Und dann ein bisschen Glück zu haben, dass darin sich wirklich... Oh, das ist auch geil. Dass darin sich wirklich irgendwas Geiles verbirgt. Aber der als erstes, das ist hier ein Onyx oder so, ne? Warte mal. Das Ding, das ist das erste, was wir brauchen. Und jetzt bräuchten wir noch so einen Saphir, diesen blauen Stein. Und dann können wir uns die richtige Halskette holen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir uns die holen, weil dann kriegt man nämlich alle Geheimnisse mit. Und dann können wir richtig loslegen, Leute. Das wäre natürlich der Hammer, wenn wir das irgendwie auf die Ketten kriegen. So, auf jeden Fall, ich gehe das heute mal ganz ruhig an. Kein Stress. Irgendwie kriegen wir es auf die Ketten. So. Da ist eine brüchige Wand. Das sieht sehr gut aus. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Hey, Kumpel. Ja. Normalerweise freut man sich über das Geld. Das ist wirklich das Traurige an der Challenge. Dass Geld gar keine Rolle spielt. Also nicht mal ein bisschen. Leider. Naja, so. Ihr Flitzpiepen. Papa, haben wir hier irgendwo noch eine geheime Wand? Sieht erstmal nicht so aus. Wir haben auch nur 3 Bomben. Das ist auch nicht geil. Ey, du. Okay, einen haben wir noch. Sehr, sehr viele Fackeln hier. Da ist der Schlüssel. Könnte eine Schatzkiste bringen. Mal gucken. Ob wir ein bisschen Glück haben. Jo. Leider nur Geld. Schade. Ja. Aktuell mache ich es ja immer so. Ich spiele einfach drauf los. Und wenn der perfekte Run dabei ist, dann lade ich den hoch. Beziehungsweise lade ich alles davon hoch. Ich hoffe, das ist okay für euch so. Oder würdet ihr gerne, dass ich einfach so lange spiele, bis ich den perfekten Run habe und dann nur diesen Run zuschneide und euch den nur zeige? Ist euch das lieber? Mal so eine Frage in die Runde. Würde mich mal interessieren. Weil ich denke, es ist auch wichtig, dass ihr seht, dass ich auch, ja, ab und zu einfach mal rumfaile. Dass es ganz normal ist. Und manchmal hat man halt Glück. Da kommt der perfekte Run. Und dann geht's rein da. Ach man, Geld. Brauche ich leider alles nicht. Normalerweise würde ich sagen, 150 Rubine, geil. Schön, freue ich mich. Läuft gut. Ja, aber brauchen wir halt alles nicht. Das war einfach eine Verschwendung einer Bombe. Schade. Okay, aber ich bin auch guter Dinge, weil wir haben das Ding schon. Wir brauchen halt einen Saphir. Das ist ganz wichtig, dass wir den irgendwie bekommen. Okay. So, ich habe hier auch schön Kaffee am Start. Geil. Ich bin ja so ein richtiger Frühaufsteher. Bin heute mal so, ja, kurz vor 6 bin ich aufgestanden. Na toll. Damit ich aufnehmen kann. Und hier nochmal eine schöne Challenge raushau. In der Hoffnung, dass wir das heute auf die Ketten kriegen. Ich würde mich sehr freuen.
Ja, und ich mag das einfach, wenn Fuß einfach noch keine Sau wach ist. Und, ich hier meinen Kaffee schlürfen kann und in Ruhe zocken kann und ich den ganzen Tag noch vor mir habe. Das ist für mich ein echt cooles Feeling. Wie sind das bei euch so? Seid ihr auch früh aufsteher oder geht ihr eher spät ins Bett? Ich kenne sehr viele Nachteulen. Aber ich persönlich bevorzuge es eigentlich, früh ins Bett zu gehen und dann mit voller Energie in den neuen Tag zu starten. Würde mich mal interessieren, wie es bei euch ist. So, da geht nur die Tür auf und ja, einen Kingstone haben wir noch gar nicht bekommen. Schade. Ah, okay. Wir haben einen, aber falsche Farbe. So, dann geht's nur hier lang. Hi. Ba, 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 ba. So, ich glaube, das ist keine brüchige Wand, oder? Sieht mir nicht danach aus. Ich habe auch zu wenig Bomben. Ah, Mann. Zu wenig Bomben, dass ich das eigentlich jetzt probieren will. Noch ein Schlüssel? Cool, haben wir schon zwei. Oh Mann, soll ich das probieren an den beiden Wänden? Das sieht mir halt sehr suspekt aus. Also da, hier würde ich mal probieren. Eine Bombe würde ich dafür mal opfern. Ah, geil. Komm bitte, Schatzkisten. Das ist Smaragd, ne? Kein Saphir, leider. Dadurch bekommt man zwar auch ein paar coole Ketten, aber nichts, was ich jetzt so krass brauchen würde. Vor allem die eine ist ja die Rubinkette, die bringt mir ja gar nichts. Normalerweise hätte ich gesagt, yo, die nehmen wir. Aber, ja. 20% mehr Rubine sind halt für mich in diesem Run einfach unnütz. Das ist leider das Traurige. So. Okay. Ein Herzchen nehmen wir mit. Bitte, bitte. Ein Diamant. Nee, ein Türkis. Was? Ja. Der ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich brauche trotzdem das, wo ich die Schätze finde. Die geheimen Schätze muss ich finden, Leute. Und am besten viele Bomben. Das sind so die zwei Faktoren, die ich brauche. Dass wir hier gut vorankommen. Okay. Hey du! Was willst du? Shit, daneben geworfen. Bam. Voll ins Gesicht. So. Der lässt ein Herzchen droppen. Sehr schön. Hi. Kacke, kacke, kacke. Oh, es war netzlos. Das war schlecht. Naja. Soll ich hier noch irgendwas? Nope. Leider gar nichts. Okay. Schauen wir mal rein. Hey du. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr. Scheiße. Ach Mann. Guckt euch das an, was ich schon wieder alles mit mir rumführe. Zack. Zack. Haben wir noch einen? Ja. Hopp. La 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 la. Okay, ein bisschen Mana haben wir bekommen. Ich lasse das mal liegen. Aber ich laufe hier nochmal die Wand kurz ab. Nö, ist nix. Kein Geheimgang für mich. Kacke. Okay. Oh no. Oh, das war doch mies, oder? Das war doch einfach schon wieder mies.
Was soll denn das? Boah. Okay, aber ich habe ja noch die Feen da liegen. Die würde ich mir jetzt gleich mal genehmigen. Kommst in den Raum rein und wirst gleich mit dem Morgenstern begrüßt. Einfach nur mies. So. Hier sieht es aktuell auch nicht so geheimgängig aus. Hier vielleicht irgendwas verschieben. Ja, Leute, gibt's diese Schiebe-Rätsel-Dinger überhaupt? Also, ich habe noch nie eins gesehen. Noch nie hatte ich das Glück, mal hier einen zu begegnen. Oh, Kacke. Nee. So. Schalter. Wieder kein Geheimgang. Oh, das sind viele. Eine Erdbeere. Ah, muss ich auch erstmal liegen lassen. Okay. Oh Mann. Oh, da gab's Herzchen. Hatten wir jetzt hier schon mal einen Geheimgang gefunden in der, auf dem Stockwerk? Ich glaube nicht, ne? Okay. Nein. Gar nichts los hier. Nö. Tja, es fing eigentlich ganz gut an. Aber es hat schon wieder nachgelassen, Leute. Tja. Ja, das wäre auch geil, wenn ich Rubine bräuchte. Ich brauche aber keine Rubine. Das ist ja das Traurige. Kacke. Der würde mir ja auch so 80 Rubine geben, glaube ich. Oh nein. Was macht der denn hier? Boah, noch so dunkel. Zack. Du da. Okay, Schatzkiste. Normalerweise so geil, aber ja. So halt komplett useless. Ach Mann. Traurig. Okay. Weiter geht's. So, ich habe jetzt einen Schlüssel. Hier, okay. So, da ist mein Herzchen. Dann habe ich hier jetzt nochmal, ja, zwei Wege. Ich gehe erstmal nach links. Wir haben halt noch gar nichts bekommen, ne? Das ist halt echt das Traurige gerade. Nicht mal das kann ich gerade mitnehmen. So. Ey, du! Ja, du bist auch sinnlos. Mano! Soll ich doch mal den Weg nach oben gehen? Weil es kommt mir gerade so vor, als ob ich hier schon aufs Ende zugehe. Ja, wir haben aber auch immer Pech. Wir hatten jetzt noch nie so einen Run, wo ich sage, okay, das ist nur eine Feenquelle, schade. Ja, komm, heil mal kurz voll. So, ich habe mal schon Kaffee geschlürft, weil gleich kommt der Boss. Und ich habe noch nichts gefunden, was mich wirklich stark macht. Ja, da ist er. Wie gesagt, das fing stark an. Wir haben echt viele von den Steinen. Aber ich gehe fast davon aus, dass wir bald sterben werden. Ja, auch wenn das schon wieder so anfängt.
guck dir das an, die Scheiße. Nee, da kann ich auch gleich neu anfangen. Also, ich glaube, ich brauche mindestens schon Schwertstufe 2. Außerdem war das gerade auch echt kacke von mir gespielt. Also richtig scheiße. Ja, Leute. Das ist halt nicht jeder Tag rosig. Damit muss man rechnen. In diesem Spiel. So. Zack. Es wäre auch geil, wenn ich irgendwie mit 6 Bomben anfangen würde. Statt mit nur 4, weil ich brauche die eigentlich echt. Damit ich ein bisschen rumprobieren kann, mit etwas Glück vielleicht eine brüchige Wand finde. Okay. So. Und so. Okay. Ne. Ja, Bomben, sehr schön. Zack. Zack. Ja, komm. Okay, brüchige Wand, sehr schön. Bitte was Gutes. Oh, 3 Schatzkisten. What the hell? Ja, gut, 2 waren okay. Und das Geld war halt unnutz. Okay, ich lasse es erstmal ausgerüstet. Ohne, dass ich es benutze. Weiter geht's. Zack. Hier ist gar nichts. Hier ist nichts. Ah, Mann. Das wäre halt schon so geiler Run, mit 250 Rubine reinzustarten, ne? Aber, ach, Mann. Es tut einfach weh. Wo war denn der Schlüssel? Also die Tür für den Schlüssel. Hier. Okay. Ach Mann, was soll ich denn mit dem Geld? Leute, in der Challenge könnt ihr das Geld ruhig weglassen. Macht das mal nicht so. Menno. Okay. Okay, was sagen wir zu der Ausbeute bis jetzt? Nicht so geil, oder? War vorhin schon irgendwie besser. Da waren wir ein bisschen näher an dem, was wir brauchen. Ja, bisschen Heilung. Ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, dass da noch was Gutes drin ist, aber nee. War leider nicht so. Okay. Da unten haben wir nur eine verschlossene Türe. Das könnte was sein. Könnte. Sieht zumindest auffällig aus, finde ich. Hier. Machen wir mal, komm, ich mach mal eine. Ja, war nix. Schade. Sehr schön. Und weiter geht's. Ach Mann. War schon wieder ein bisschen am Rumfailen. Oh, Fire Orb, sehr schön. Nehme ich auch erstmal gerne mit. So, okay. Hier ist überall nichts. Guck mal, ein Herzchen.
Und weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Also Leute, ich glaube, an der Challenge werden wir uns ein bisschen die Zähne ausbeißen. Das ist, glaube ich, wirklich das Härteste, was wir bisher gemacht haben. Weil du kannst dich halt irgendwie einfach nicht verstärken, upgraden. Es funktioniert einfach nicht so richtig. Es ist sehr schwer, hier auf einen guten Status zu kommen. Und ich bin jetzt auch nicht der ultra krasse Spieler, was das angeht. Deswegen, ich brauche schon ein paar schöne Items. Deswegen ist eigentlich der Plan wirklich, dass wir so schnell wie möglich ein paar Geheimgänge finden und uns damit upgraden können. Aber manchmal klappt das halt auch nicht, ne? So, hier ist gar nichts. Wahnsinn. Nein! Hey du! Hier könnte auch was sein. Könnte. Wild Guess. Oh, ja, 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 ja. Okay. Saphir ist einer von denen, die wir brauchen, Leute. Schön, 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 schön. Aber jetzt fehlt mir halt der andere, ne? Der schwarze Stein. Den hat man vorhin einfach so random unterm Krug gefunden. Mann. Zwei Schatzkisten. Könnte was sein. Muss aber nicht. Mann. Mann. Ich use das mal. Nehm das mit. Aha. Okay, noch so einer. Was könnte ich denn aus den beiden machen? Damit kriege ich zumindest eine Verteidigung raus. Könnte man also mal drüber nachdenken. Nee, weil hier nicht. Nee, 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 nee. Vielleicht hier? Ja, Geld. Na, 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 na. Ja, dann. Nimm halt. Hier nochmal gessen. Sieht auch nochmal so ein bisschen auffällig aus. Schade. Okay. Stockwerk Nummer 3 ist am Start. Bogen. Der Bogen, der Bogen, der Bogen. Mann. Ah. Es tut mir alles so weh, ne? Ich muss mal gucken, ob wir die grünen Dinger später nochmal holen müssen. Ich habe auch aktuell keine Pfeile, ne? Und selbst wenn ich Pfeile finde, habe ich auch keinen Platz dafür. Es ist so schlimm. Da so ein goldenes. Also das würde ich mir theoretisch holen. Leute. Klar, wenn ich es hätte, würde ich es holen. Ist ja irgendwie logisch. So, ansonsten ist hier wieder nicht so viel los. Okay, weiter geht's. Mann, guckt euch das Geld an. Guckt euch diese Knete an. Okay, der hat einen Schlüssel. Ich prophezeie, dass dieser Run wahrscheinlich auch wieder nichts wird. Ich
habe irgendwie den Verdacht. Hä? Okay, irgendwo muss noch ein Schlüssel sein. Habe ich irgendeinen Weg verpasst? Hallo? Warte, ich gehe nochmal eine Runde. Habe ich hier irgendwo was verpasst? Nee. Nö. Ging es hier noch weiter? Hä? Bin verwirrt. Hä? Hä? Die da, die dumm. Ach, ich hab einen Schlüssel. Hä? Okay, ich war jetzt irgendwie der Meinung, ich hab gar keinen Schlüssel. Ups. Sorry. Sollte man vielleicht als erstes gucken, ne? Bevor man wieder alle Räume abläuft. Aber naja. Okay. Schauen wir mal hier rein. Na toll. Oh ja, Krafthandschuhe. Also, Lederhandschuhe. Und ein Kompass, ja. Zeig mal her. Ja, Leute, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt einen Bogen. Wir hätten jetzt drei von diesen grünen Dingern, ne? Aber ich habe gar keinen Platz. Das ist doch alles Kacke hier. Es ist doch einfach alles Kacke. So, ich nehme jetzt die ganzen grünen Dinger mit. Fertig, aus. Wo waren die nochmal? Wo habe ich denn die liegen gelassen? Die grünen Teile. Hier. So, weil jetzt haben wir drei davon. Die sind mir dann doch wichtiger, wenn ich jetzt sehr viele davon finden sollte. Durch irgendeinen Zufall. Ich muss hier halt ein bisschen pokern, ne? Ich muss hier irgendwie ein bisschen pokern, dass ich geile Ausrüstung bekomme. Und manchmal geht das halt nicht anders. Ja, zack. Zack. Die eise ich alle ein, Leute. Wow. Voll in die falsche Richtung geworfen. So, zack. Ja. Okay. Ich hab Rüstung. Das ist das Einzige, was ich jetzt hab. Mann. Boah, was ist denn hier los? Das ist ja fast schon für einen Powerstern. Oder? Irgendwie schon. Ah, okay, eine Uhr. Zack. Wir lassen die Zeit stillstehen. Nee, 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 nee. Okay, was haben wir denn hier? Und zack, zack, zack. Da oben ist bestimmt ein Schlüssel drin. Jo. Geil. Ach, ja, es sieht okay aus, aber es ist halt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist der Run, der wird es jetzt unbedingt. Ein paar Pfeile für den Boss wären vielleicht nicht schlecht, aber ich habe keinen Platz. Kacke. Das gibt's alles nicht, ey. Bomben. Aber wenn ich keine Pfeile mitnehme, brauche ich halt auch keinen Bogen eigentlich, ne? Eigentlich nicht. Das ist halt wirklich die Sache. Ah, guck mal. Geil. Oh, war auf jeden Fall schon mal gut, dass ich das mitgenommen habe. Aber die Grünen, geben die Grünen gute Sachen? Ich glaube nicht, oder? Geld. Okay, Bomben. Da können wir zumindest mal ein bisschen rumprobieren.
Ich lasse jetzt den Bogen hier erstmal. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das haushalten soll, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das haushalten soll. Ich habe hier oben, vielleicht, hoffentlich, vielleicht gibt es hier die Möglichkeit, was zu sprengen. Nee. Ich weiß nicht, ob ich hier durch die Säule sprengen kann. Nee, okay. Ich glaube, das geht nicht. Tja, Leute, ich bin echt am Verzweifeln mit dem Run. Mit dieser Challenge bin ich am Verzweifeln. Oh, Kacke. Okay. Mann. Okay, das ist der Boss. Aber drüben ging es noch eins runter. Wir versuchen natürlich jede Ecke mitzunehmen, in der Hoffnung, dass irgendwo noch ein schöner Schatz schlummert. Aber irgendwie, ach man. Nee. Komm, ich lass liegen. Kann sich ein anderer drüber freuen. Mano. Ja, selbst wenn wir den Boss jetzt schaffen, ist... Er hat trotzdem nicht gesagt, dass wir... das Game schaffen. Wir kriegen zwar jetzt weniger Schaden, Heilung haben wir trotzdem nichts. Ich hab gesagt, ich soll mal mit Bomben arbeiten. Ich versuch das jetzt mal. Hier eigentlich, ne? Genau in die Mitte soll das reingeworfen werden wahrscheinlich. Ich versuch das gleich mal, Leute. Bam, 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 bam. Wahrscheinlich irgendwie so, ne? Aber ich habe halt 3 Bomben verschwendet. Aber ja, ich glaube, ihr habt recht. Wenn man da gut 3 Bomben platziert, ist das schon ganz geil. Man muss, glaube ich, nur das Timing so ein bisschen können. Ich wollte jetzt halt mal wieder weiterkommen, ne? Für den Run. Auch wenn ich nicht glaube, dass es, ja, dass wir weit kommen. Wir brauchen halt echt Glück. Und das haben wir aktuell nicht so. Nicht so wirklich. Auch mit dem Level 1 Schwert immer noch. Nicht so geil. Nee, 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 nee. Okay. Auch mit dem Level 2 Schwert. Nicht so geil. Mal sehen, ob ich in der nächsten Kiste auch wieder ein Schwert finde. Nur ein bisschen meckern auf hohem Niveau, dann geht's los. So oft dich mag ich nicht. Okay. Oh Mann, was ist das für ein enger Raum? Guckt euch das an, ey. Was für widerliche Räume. Ich hasse diese Skelette. Über alles. Und die roten sind nur 1000 Mal schlimmer. Aber ich muss sogar alle Gegner töten einfach. Oh, Kacke. Oh, Mann. Jetzt habe ich schon wieder so Schaschlik gefressen. Schaschlik. Da. Okay, das ist der Schlüssel. Okay, Bomben, sehr schön. Kann ich ein bisschen rumprobieren. Und mit etwas Glück vielleicht einen Geheimgang finden. Just for fun.
Ja. Aber ein Herzchen wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Die halten auch so viel aus, die Dinger. Nach unten war noch ein Weg. Ein paar nette Gyptos. Hey. Ist hier nämlich die Tür zugegangen. Scheiße. Ja, okay. Wild Guess. Wenigstens ein Herzchen bekommen. Okay, ich könnte mir hier eine Rüstung holen, Leute. Ich werde es auch, glaube ich, machen. Sonst wird es mit dem Run nichts. Okay. Tunik. Hm. Gut, wir haben schon mal eine bessere Rüstung. Das war jetzt aber auch alles hier, ne? Der ganze Weg hat uns jetzt nur hierher geführt, oder? Jo. Hä? Okay. Das heißt, ich muss jetzt theoretisch ja nochmal eine Runde laufen. Ja. Ja, ich muss jetzt da nochmal eine Runde laufen und da unten lang, ne? Wo ich vorhin nicht lang bin. Wenn wir diesen Run nicht schaffen, ich gehe davon aus, dass wir ihn nicht schaffen werden. Natürlich versuche ich alles, dass wir ihn schaffen, aber ich gehe davon aus. Man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Okay. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich gerade richtig. Stell dich mal vor, wir wären hier nicht reingegangen. Alter. Okay, wo war denn im Anfangsraum mal die Schlüsseltür, ne? Sollten wir das nicht schaffen, dann werde ich darauf spekulieren. Ich werde keine größeren Items mitnehmen, also keine weiteren Gems, außer diesen Saphir und den schwarzen Stein. Das sind dann die einzigen Items, die ich mitnehmen werde. Alles andere werde ich nicht mehr mitnehmen. Hier war die Schlüsseltür. Also alle anderen Gems werde ich nicht mehr mitnehmen. Um das nochmal zu berichtigen. So. Ein Gefleuche hier, meine Güte. Boah, das kannst du schon wieder keiner erzählen, was ich hier mache. Na klar. Die letzten zwei Gegner finde ich an den Powerstern. Yay, aber es leuchtet wenigstens schön. Naja. So. Yay, ein Herzchen. So, was haben wir denn hier? Gar nichts. Doch hier nach unten geht's und nach rechts geht's. Wir gehen immer rechts, würde ich sagen. Kein Geheimgang. Ja, eine Schatzkiste. Ja. Ist wahrscheinlich auch eher so ein Item, was ich dann wegwerfen werde. Ich gehe erstmal kurz hier hin. Na, war nur eine Falle. Kacke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja. Stacheln machen halt auch so viel Schaden, ne? Das Item, womit du auf Stacheln laufen kannst, ist halt auch richtig geil eigentlich. So, das waren die zwei. Hallo? Okay, keiner da. Es geht ins nächste Stockwerk, Leute.
Hab ich da irgendwas vergessen? Ja, hier geht's noch nach oben. Ne, da waren wir schon. Okay, dann auf das nächste Stockwerk, würde ich sagen. Ich meine, zumindest haben wir ein bisschen Rüstung bekommen. Ein Schwert haben wir bekommen. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Aber es wäre halt auch immer noch geil, wenn ich jetzt irgendwie sagen könnte, ja, jetzt gebe ich gleich mein Geld aus. Dann sind wir super stark. Das ist halt nicht so. Das ist halt das Traurige. Das ist das große Traurige an diesem Run. So, und die vielen Räume sind auch schon wieder super verwirrend. Okay, das ist auch ein sehr auffälliger Raum, finde ich. Aber ich... Ja, es könnte halt an allen Ecken was sein, ne? Kacke. Könnte. Muss nicht. Was ist das denn? Hallo? Ich sehe Schatzkisten. Ich sehe einen Powerstern. Geilo. So, das waren alle. Oh ne, war nicht da. Map die Karte. Ja. Cool. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nach oben irgendwie noch weitergeht. Weil die Karte hat so gezeigt, dass das so umschlossen ist, dieser Raum. Ist es aber nicht, okay. Hey, es muss aber noch. Achso, da war noch ein Raum, ne? Warte. Hier, das ist so umschlossen, ne? Vielleicht von oben? Na klar. Erstmal 20 Krabben ins Gesicht. Da gibt's... Ja, okay, das ist die Schlüsselkarte. Schlüsseltruhe. So. Vielleicht hier... Nee. Okay, weiter geht's. Nein! Du blöde Qualle! Okay, ich könnte hier lang gehen. Mache ich aber noch nicht. Ah. Meine Güte, wie viele Räume, ey. Zack. Mana. Herzchen. Ha. Und mal wieder nichts. Okay, hier kommt man auch irgendwie noch hin. Da gucken wir gleich mal rüber. Okay, da ist direkt einfach der Schlüssel. Und hier geht's nochmal nach oben. Ach. Mann! Achso, ich muss da lang. I hate it, ey. Ganz ehrlich. Immer diese Räume mit den Rubinen. Sonst freut man sich immer darüber, ne? Aber, ja. Diesmal brauchst du die halt gar nicht. Null Nata Niente. Aber. Toll. Nicht mal was bekommen. Menü. Okay. Ich will nur mal ganz kurz hier gucken. Vielleicht ist das der Raum. Vielleicht ist das der Weg. Ja, scheiße. Überall habe ich es versucht und hier ist der Weg.
Okay, Tarncape ist nützlich. Ich glaube, dafür werde ich das Ding droppen. Drop, drop, drop. Für schwierige Situationen nehmen wir das. Auf jeden Fall. Auch wenn es mittlerweile total weggenervt wurde. Aber naja. So. Kacke. Normalerweise kann man immer easy zwei Treffer bei denen landen. Manchmal verkacke ich es halt. Noch eine Schatzkiste. Dosenbier! Oder Gardorgasch, keine Ahnung, was das ist. Ich hätte die Dinge halt mal verwenden sollen, ne? Naja. Shit happens. Okay. Wir sind jetzt im Dorf angekommen, Leute. Das heißt... Ja, was heißt denn das? Ich muss... Ja, das heißt, ich muss wieder haushalten. Theoretisch kann ich die Krüge hochheben, in der Hoffnung, dass da... Scheiße. Dass da vielleicht irgendwo, Bomben drin sind? Aber das ist halt auch das Einzige. Dann könnten wir überlegen, ob wir das Erdamulett mitnehmen. So. Aber platzmäßig sieht es halt richtig scheiße aus, muss man einfach sagen. Ich hoffe, ich finde in den Kisten irgendein Schwert-Upgrade oder vielleicht nochmal ein Rüstungs-Upgrade. Das wäre ganz nett. Ansonsten sehe ich auch schon keine Zukunft mehr für den Run. Nicht so wirklich zumindest. So, wir gehen gleich mal hier rein. Okay, Magie. Die können wir uns später abholen noch. Beziehungsweise, komm, ich lasse das hier gleich mal droppen. Wir werden es eh droppen lassen, deswegen machen wir es halt gleich. Ja, hier, die Quest muss ich glaube ich gar nicht machen. Bin ich auch ehrlich mit euch. Okay, komme ich wenigstens in den Büschen irgendwo, vielleicht ein Herzchen oder so? Hier war, glaube ich, auch nichts drin. Komm, wenigstens ein Herzchen. Nö, nur Geld. 900 Rubine habe ich, ey. Wenn ich jetzt mit 900 Rubinen hier wäre, ich würde so einkaufen gehen, so in Shopping-Rausch verfallen. Ja. Aber die Shops sind leer. Boah, ist das eine üble Challenge, ey. Mann. I don't like it. Herzchen irgendwo. Ah, dankeschön. Hat die noch? Die hat keine Schatzkiste, ne? Nee. Naja. Ah, okay, warte, aber ich mach die Krüge trotzdem kaputt. Vielleicht sind irgendwo Bomben drin, ne? Weil Bomben brauche ich auf jeden Fall. Bomben sind sehr wichtig. So. Und man sieht, da ist nichts drin. Traurig. Was kann man denn noch machen? Hier kann man gar nicht so viel machen. Ich kann jetzt unten die Wand noch wegsprengen, in der Hoffnung, dass da keine Rubine drin sind, sondern vielleicht irgendeine Schatzkiste oder ein Upgrade. Okay, Bombe, sehr schön. So, was mal hier? Ja, brauche ich auch nicht. Obwohl ich dann jetzt schon 6 hätte, ne? 6 davon. Da könnte ich halt auch ordentlich Gegner wegfetzen damit. Aber, ja, das Ding brauche ich auch nicht. Ach man, ich hätte gerne eine größere Tasche. Könnte ich mir ja kaufen. Wenn man hier kaufen könnte. Aha. Okay, Bomben. Zack. Diamant und Smaragd. Warte mal.
Ich glaube, den Smaragd. Ja, den Smaragd würde ich gerne mitnehmen, aber ich habe keinen Platz. Mann, egal. Shit happens. Ich lasse es so. So, aber, ja, ich werde das hier droppen lassen. Und hol mir den Stein. Weil das ist auf jeden Fall ein Item, das brauchen wir dann. Auf Etage 10. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir da hinkommen. Oh Mann. So, ja, das war's. Das war's hier im Dorf. Herzlichen Glückwunsch. Es geht weiter. Vielleicht noch ein paar Bomben. Nope. Hühner, habt ihr ein goldenes Ei für mich? Ich will es endlich mal haben. Nee, auch nicht. Ich hatte noch nie ein goldenes Ei. Ihr sagt immer, goldene Eier sind so geil. Die bringen Geld und füllen deine Herzen auf und so. Aber ich hatte es noch nie. Noch keinen Run gehabt, wo ich ein goldenes Ei hatte. Stattdessen kriege ich hier 100 Rubine, wenn ich sie nicht brauche. Ach man, das wäre so ein Run. Jetzt wäre ich übelst overquipped. Ich hätte wahrscheinlich Stufe 5 Schwert und Stufe 6 Rüstung irgendwie so. Noch ein paar geile Anhänger. Ja, aber so halt nicht, ne? Okay, es geht weiter. Ich glaube nicht, dass wir sehr weit kommen. Immer noch mit meinem Level 2 Schwert. Nö, ich denke da nicht dran, dass wir weit kommen. Egal, wenn ich dann haben wir halt noch einen, machen wir noch einen nächsten Run, ne? So. Das war knapp. Okay, ist gar nichts weiter los. Dann gehen wir eben mal hier lang. So, zack. Die Sache ist ja, wir müssen ja eigentlich nur zu Arcanum kommen, ne? Oh, Kacke. Oh, Kacke, jetzt habe ich gefressen. Ja. Was ist denn hier los? Na, ich wollte mal kurz gucken, aber... Da war nichts. Okay, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ist auch nichts. Weiter geht's. Okay, cool, ein paar Bomben. Könnte ruhig öfter so sein. So, okay. Mann, halten die aus. Zack. Okay. Schlüssel. Aha. Und Herzchen wieder voll. Okay. Es geht weiter. Zack. Hi. Ja, das ist wieder richtig eklig hier. Ja, rot haben wir nicht, schade. Das war ganz gut bis jetzt. Zack. Und zack. Gehen wir erstmal nach rechts. Oh. Ja, haben wir alles nicht mitgenommen, ne? Ich lasse es trotzdem liegen. Leute, ich lasse es trotzdem liegen. Oh Mann, das wird alles so grauenhaft. Ich glaube nicht, dass wir gegen den Boss kämpfen, bestehen werden. Spätestens beim Boss ist Schluss, sage ich euch. Das weiß ich jetzt schon. Der macht mich fertig. Ich habe auch kein Schild. Das macht's. Oh Kacke. Das macht's nicht einfacher.
Ich muss alle Gegner töten, ey. Das ist der Wahnsinn. Okay. Schon wieder so ein roter. Warum? Ich hatte noch nie einen roten von denen, oder? In diesem Run. Stattdessen 20 grüne. Mensch, Leute. Das ist halt wieder das, was ich meine mit dem Glück, ne? So, egal. Ich renne hier einfach schnell durch. Ich habe auch keine Magie. Bald mehr. Okay, da sieht's aus, als ob wir was wegsprengen können. Okay. Aha. Okay, das ist jetzt geil. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich einen Stab mitnehme oder... Ich glaube, ich nehme das mit. Ja. Und ich glaube, ich muss auch nochmal zurücklaufen, weil da gab es ja irgendwo diesen Edelstein. Oder? Gehe ich nochmal zurück? Wo war denn das? War das nicht hier gleich irgendwo? Oh, Kacke. Ne. Scheiße, wo waren das? Ach, Mann. Ich will jetzt halt nicht immer riesen Runden laufen. Na, okay, ich lasse ihn liegen. Egal. Ich lasse ihn liegen. Ich hoffe, dass es nicht so wichtig ist. Ich würde mich sehr freuen über einen Schild, Leute. So. Okay, okay, okay. Kein Stress. Meine Güte, ey. Oh Mann, ey. Komm. Hey, 20 Pfeile. Jetzt könnte ich nochmal zurückgehen und könnte mir den Stab holen, ne? Oh Mann. Boah, das ist aber auch aktuell einfach nur eklig, ganz ehrlich. Du hast hier null Rüstung, wirst hier von allen Seiten zugeballert. So, ich hole mir jetzt den Stab noch. Den Heilungsstab. Also wenn, dann müssen wir wirklich so spielen. Das war jedes Stück mitnehmen. Weil ich hab halt keine Items, ne? Ich hab keinen Platz. Ich hab zu viel Geld. Einfach alles kacke hier. Ich hätte nach links gehen können, oder? Ich hätte, glaube ich, nach links gehen können. Das war, glaube ich, einfach dumm von mir, dass ich jetzt den Weg gegangen bin. So, ich hätte, glaube ich, einfach hier, ja. Ich hätte einfach hier lang gehen können. Ach, Mann. Das war dumm von mir, ja. Sorry. So, drop. So, den Stab nehmen wir mit. Denn wenn wir damit einen Gegner treffen, dann droppt der Herzchen. Auf jeden Fall. Aber ich brauche erstmal schon Kaffee. Der ist schon kalt. Der ist schon eiskalt. Oh Gott. So, hier gibt es jetzt gerade keine Sorgen, oder? Außer den Laser-TV. Ja, schieß mich doch zweimal ab. Genau. Hm.
So, Herzchen. Das ist alles so grauenhaft. Ich bin traurig, Leute. Ich bin traurig. Ich habe schon echt viele geheime Räume gefunden und größtenteils ist wirklich nur Mist drin. Oh, geil. Dankeschön. Weniger Schaden, aber kein... Ich mache selber keinen Schaden. Das ist das Schlimme daran. Okay, ich ignoriere mal diesen Raum. Der ist mir jetzt doch ein bisschen zu eklig. Und am Ende steht uns ja auch noch der Bosskampf bevor, ne? Ist ja auch das Schlimme. Und ich habe gerade nicht wirklich irgendwas an Heilung, um da weiterzukommen, glaube ich. Ich habe nicht mal ein Schild. Das ist eigentlich das Schlimmste, glaube ich. Ich habe kein Schild. Gegen den ist halt ein Schild echt geil, weil du kannst schön blocken. Ich glaube, das war's mit dem dann gleich. Also, mit mir war's das gleich. Bin ich mir fast sicher. Kacke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warte mal, warte mal. Daneben geschossen. Tada. Ja, es ist, glaube ich, offiziell. Das ist die schwierigste Challenge heute. Ohne Shop-Items. Mann, was die auch aushalten. Der Wahnsinn. Ja, ich habe auch nur ein Level 2 Schwert, ne? Was soll man da sagen? So. Es ist Boss-Time. Ich habe überhaupt keinen Bock. Mann. Okay. Level 2 Schwert, ey. Okay, der Umhang ist, glaube ich, geil gegen die, oder? So, jetzt brauche ich dauerhaft Umhang. Ja, okay, das war's. Ja, ich habe mich dumm angestellt auch gegen den Boss. Ihr hattet mir schon den Tipp gegeben, dass man da eigentlich sich besser positionieren muss gegen den. Aber wenn das so viele sind, geht das halt manchmal auch nicht so wirklich. Aber der Umhang ist nicht schlecht gegen die, muss ich sagen. Der ist wirklich ganz nice eigentlich. Ich krieg Pfeile direkt. Schön viele Bomben. Okay, das gefällt mir. Das ist ein guter Anfang. Da würde ich sogar mal überlegen, ob ich einen Bogen vielleicht behalte. Für die Challenge. Okay. Wir gehen mal rein und gucken, was uns diese Runde bringt. Oh, nochmal 10 Pfeile, nochmal 5 Pfeile. Ja, sehr schön. Bis jetzt ganz cool. Ja, scheiße. Naja. Okay, Schlüssel haben wir auch eingesackt. So, nach rechts. Zweiter Schlüssel. Aber es geht noch oben. Da gehen wir natürlich auch nochmal lang.
Ist doch einfach nur blöd, oder? Ich weiß nicht, ich hasse es. Gebt mir doch andere Items, Leute. Ich brauche das nicht. Naja. Oder Skill, gib mir Skill. Ich verkacke hier immer. Ja, genau. In den anderen Runs kriege ich nie so schön Geld. Da kriege ich immer irgendwelchen Schwachsinn, irgendwelche Items, die ich nicht brauche. Hauptsache hier kriege ich Kohle hinterhergeschmissen wie sonst was. Das ist der Wahnsinn, ey. Das ist absolut der Wahnsinn. Da gibt es schon das nächste Stockwerk. Mann, oh. Und ich bin blöd und renne in die Gegner rein. Yay. Da freut man sich doch. So, okay. Nö. Das war kacke. Ja, ihr müsst mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Wie ihr die Challenge angehen würdet. Weil ich, ja, schaff es so nicht. Bis jetzt zumindest. Oder vielleicht sagt ihr auch, ihr startet einfach so lange neu, bis ihr mal ein gutes Anfangsbild habt. Womit man arbeiten kann. Also ich bin immer noch der Meinung, man bräuchte wirklich dieses Amulett, womit man die Schätze aufspüren kann. Damit kann man, glaube ich, ordentlich was reisen. Wenn man dann noch ein bisschen Glück hat, was man in den Schatzkisten drin hat, ist man, glaube ich, schon krass auf der sicheren Seite. Aber das musst du halt erstmal bekommen. Das ist tatsächlich ein ganz guter Start, weil das ist schon mal der erste, den ich brauche, um das Amulett zu bekommen. Hm, sehr schön. Fehlt noch der schwarze Stein. So. Hallo, Ratte. Sieht auffällig aus. Ich würde mal eine legen. Ist aber nix. Okay. Schlüssel. Wir können gar keine Treppen hochlaufen, ne? Ihr Arm. Ihr wurdet nicht so mit viel Intelligenz gesegnet. Okay, ein bisschen Mana. Wo war die Schlüsseltür? Hallo? Where she is? Gute Frage, nächste Frage. Muss auf jeden Fall, glaube ich, hier gewesen sein. Dann. Alles andere ergibt keinen Sinn. Ja, ist er. Okay. Ja, 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 ja. Okay. Ich habe die Karte bekommen, Leute. Richtig geil. Tolles Item. Oh, Bomben. Schön. Ja, ich glaube nicht, aber... Ich wollte es mal ausprobieren. Komm. Nicht mehr Bomben. Okay. Zumindest kann ich ein bisschen rumprobieren. Ja. Klingt nur nix. So. Ja, dann geht's jetzt hier oben über das, über die Brücke. Das sieht mir au... Oh, ich muss nicht mal eine Bombe legen. Oh, ja, komm, 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 komm. Okay. Ist ein geiles Item, muss man sagen. Ist nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ist schon mal, ich krieg weniger Bombenschaden und kann über Stacheln laufen. Das ist schon ziemlich geil. Besser als nix. Muss man ganz ehrlich sagen. Über eine größere Tasche hätte ich mich allerdings auch sehr gefreut. Wir hatten die schon mal im ersten Run, glaube ich, als wir diese Challenge angefangen hatten. Da hatte ich das auch schon mal. Aber gut.
Das geht dann ab Etage 4, glaube ich, los mit den Stacheln. Bin ich dann schon mal wenigstens ein bisschen vorbereitet. Ich weiß nicht, ich habe viele Bomben. Ich probiere hier nochmal. Schade. Okay. Hätte ja sein können. Okay, sehr viele Räume, sehr viele Räume. Sehr, sehr viele Räume. Heilige Scheiße. Was ist denn hier los? Hi. Was geht ab? Okay, sehr schön. Mehr oder weniger. Ich glaube, mein Fuß schläft gleich ein. Das sind ja tatsächlich welche. Gar nicht so gesehen gerade. So. War hier nur eine Fledermaus drin? Das schreit ja gerade zu einem Geheimraum. Komm, das ist es jetzt, oder? Hier kann ich endlich mal irgendwas verschieben. Komm schon. Ich bin mir sicher, es wird endlich mal klappen. Nein? Die Frage ist, kann man das halt vielleicht auch nur in eine bestimmte Richtung schieben, diesen Stein? Ganz merkwürdig jedes Mal. Ja, keine Ahnung, Leute. Hat bei mir noch nie funktioniert. Noch nie. Ja, sinnloser Raum. Hä? Verstehe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es da was zum Sprengen gab, oder? Glaube tatsächlich nicht. Oh Gott. Ah. Okay. Hallo? Ist hier noch jemand? Hallo? Alter, stockdunkel hier. Stockfinster. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Ich habe auf jeden Fall gesehen, hier drüben ging es ja auch noch nach unten. Da müsste ich jetzt zu den anderen Ratten kommen noch. Okay, zu der anderen Ratte. Einzahl. Zack. 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 Wundervoll. Hallo, ist hier jemand? Okay, das war eine gute Runde. War 20 Rubine. Yay, ich freue mich. Super, geil. Mega. Okay. Zack, zack. Oh, zack, zack. Mana, Mana. Wo geht's hier noch lang? Nirgendwo, okay. Sind wir gleich wieder eine Runde gelaufen? Da ist der Schlüssel. Scheiße. Sagt man nicht. So, Herzchen. Zack, zack. Keine Schatzkiste? Okay, guckt mal, das ist super auffällig. Da könnte doch was sein, oder? Da rechts. Oder da ist jetzt hier halt noch die Möglichkeit, nach unten zu gehen. Ja, okay. Das ist aber auch nur der Mann mit dem Brief. Ja, den brauche ich nicht. Der bringt nämlich nur Geld. Ist doch alles scheiße. Mann. So. So, zack. Gibt auch nichts. Es fängt immer echt gut an. Und dann wird's kacke. Okay, hier haben wir auf jeden Fall eine Wand, oder? Okay. Ah, Level 2 Schwert. Schön. Schönes Ding. Ich bräuchte nur ein bisschen Heilung, tatsächlich. Ich glaube, den, ganz ehrlich, den droppe ich hier weg. Komm, tschüss.
Diamant? Okay, der gibt mir ein Schild, der Diamant. Ich weiß nicht. Soll ich die mitnehmen? Die zwei geben mir halt ein Schild. Ich drop mal noch die Pfeile erstmal. Okay, weiter geht's. Ich bräuchte mal noch ein bisschen Heilung jetzt vom Boss. So, das schallt da irgendwo, ne? Okay. So, am besten jetzt schön Fluch. Okay, ein Sandwich, ja. Das nehmen wir gleich mit. Scheiße. Ich wollte eigentlich noch warten. Egal. Hey, Kumpel. Was geht ab? Kacke. Lass ich mich echt noch treffen von dem. Soll ich hier nochmal eine Bombe usen? Nee. Lieber nicht. Hallo? Ey, du! Okay. Es geht noch da, es geht noch da. In alle Richtungen geht's. Okay, Schlüssel habe ich noch nicht. Okay, lassen auch nichts droppen. Aha, da ist er. Okay. So, da hätten wir den Schlüssel. Aber es geht auch noch nach rechts da drüben. Wir wollen natürlich alle Räume mitnehmen, um möglichst... Warte mal, wo waren das jetzt? Hier unten irgendwo, ne? Ja. Um möglichst viel Stuff zu generieren, aber das ist, glaube ich, nur eine Falle. Ja, war nur eine Falle. Ja, dann wird es jetzt gleich zum Boss gehen, schätze ich. Okay, wir haben ein Level 2 Schwert, wir haben dafür keine Rüstung. Ich würde es mal ein gutes Mittelding nennen. Gab auf jeden Fall schon bessere Tage. War ein Versuch wert. Das ist ein Versuch wert. Mann, oh. Wenn ich das wissen könnte, ne, was hinter dem Raum ist, wäre das schon echt geil. Ich brauche so eine magische Lupe. Das Auge der Wahrheit brauche ich, Leute. Okay, wir haben ein Level 2 Schwert. Das ist doch zumindest ein Anfang. So, ab jetzt ist wenigstens auch unser Amulett mal ganz nützlich mit den Stacheln.
So. Mhm. Okay. Ja, und erstmal schön in den Gegner reinlatschen. So kenne ich mich, ganz ehrlich, so kenne ich mich. Ja, es ist aber auch einfach nur mies, ne? Mit diesen dunklen Räumen und dann ist direkt vor deiner Schnauze so ein Ritter, der dir ins Gesicht springt. Manchmal einfach nur mies. Okay. Aber das ist halt eine Challenge, ne? Oh, oh. Jawohl. Weg, weg, weg. Okay, das waren alle. Und es geht weiter nach oben. So, machen wir ein bisschen Licht. Hallo? Keiner da? So gefällt mir das. Ich habe nur noch eine Bombe. Deswegen sollten wir schon sicher sein, wo ich die entzünden soll. Aha, wir haben also nichts bekommen. Grünes Elixier. Brauche ich auch gerade gar nicht, ne? Im Moment nicht. Hab nichts, womit ich Mana verbrauchen könnte. Ja, 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 ja. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, und noch ein Rubin hinterher. Schön, das gefällt mir. Dann nehme ich jetzt das gerne mit. Das Elixier. Erstmal. Ah, cool. Ja. Das hat mir jetzt gut gefallen, Leute. Das hat mir gut gefallen. Guckt mal, wir haben schon eine stattliche Sammlung. Falls wir einen Feenbrunnen finden sollten, können wir da, glaube ich, schon was mitmachen. Aber ich werde auf jeden Fall den Saphir behalten. Da bin ich mir sicher. Weil ich brauche diese Geheimgänge, um am Ende genug Power zu haben, um durch die krassen Räume zu kommen. Ist einfach so. Okay. Und ein paar Bomben wären, glaube ich, auch nicht schlecht. Mal in nächster Zeit. Ja, ja, ja. Oh, geil, noch das Cape. Leute, das schreit nach einer guten Runde. Das schreit jetzt endlich mal nach einer guten Runde. Okay, wo war denn die Schlüsseltür? Hat sie jemand gesehen? Hier. Cool. Bis jetzt, ja, ich bin sehr begeistert. War noch einer? Nö. Das war's schon. Okay. Hier könnte was sein. Aber ich habe keine. Ich habe nur eine Bombe. Ich mache das nur, wenn ich sicher bin. Okay. Das war gar nicht mal so schlecht. Und weiter geht's. Okay. Na, guck mal, der Raum sieht schon sehr auffällig aus, finde ich. Der mittlere da. Aber man kann es halt nicht genau sagen. Ich kann ja über Stacheln gehen. Stimmt ja. Hab ich schon wieder vergessen. Ha! Ich hatte schon wieder vergessen. So, warte mal. Ich laufe hier nochmal kurz die Wände ab. Ob hier irgendwas ist. Nö. Okay. Dann weiter im Text. Hey du! Spachtelsalat. Jetzt so ein bisschen Rüstung. Das hätte doch was, oder? Jawohl, mal eine Bombe. Sehr schön. So, da brauche ich einen Schlüssel, da geht's runter, es geht nach links, es geht nach oben. Wir gehen erstmal nach oben. Hier brauche ich also so ein Ding, okay. Gehen wir erstmal runter. Fuck. Was meint ihr? Könnte das was sein? Sieht mir eigentlich nicht so mittig aus, wenn ich ehrlich bin. Ich probiere es trotzdem. Ich probiere es. Schade.
aber ich finde, es hätte sein können. Okay, da ist der Schlüssel. Hier irgendwo noch was? Nö. Okay. Achso, warte mal. Wo war denn die Schlüsseltür? Ich bin so dumm. Ich hätte das schon wissen können, dass ich da nicht mich durchbomben kann. Kacke. Ja, egal. Okay. Hier vielleicht noch irgendwo was? Nein. Oh. Da war noch eine Ratte. Die hat sich gut getarnt. Okay, Leute, ich bin guter Dinge. Ich muss nur durchhalten. Ja, ich muss nur durchhalten. Dann könnte das wirklich mal was werden hier. Und mich mal ein bisschen konzentrieren. Okay. Die haben jetzt alle her. Lol. Einfach zwei Zombies, die ich nicht gesehen habe. Zwei Mumien. So. Nein! Oh, Kacke. Ein paar Herzchen wären jetzt schön. Oh. Ah, das sieht schon auffällig aus, oder? Okay, geil. Ja, auch keine Rubine, sondern... Okay, ja, nehmen wir erstmal mit. Und... Hallo. Ja. Jetzt haben wir keine Bomben mehr. Das ist sehr tragisch. Ist hier noch was? Hallo? Gegen die verwende ich das, glaube ich, immer. Ganz ehrlich. Die sind mir ein bisschen suspekt. Wo ist er hin? Der Penner. Geil. Okay. Das lief gut. Es geht noch nach links. Zack. Nicht getroffen. Aber jetzt. So. Fabelhaft. Ja. Soll ich mal... Ich gehe, glaube ich, erst in den Raum oben links nochmal kurz rein, bevor es weitergeht. Ist aber weiter auch nichts. Ja, sieht ein bisschen auffällig aus, aber ich kann eh nichts machen. War aber wie gesagt auch nur ein bisschen. Okay, weiter geht's. Ich werde, glaube ich, mal... Kacke. So. Ja, ich werde das einfach öfter mal verwenden jetzt, damit ich wieder Platz krieg. War auch nur der eine. Ja, war eigentlich dumm. Okay, das war's schon? Es geht nur nach rechts, ne? Nee, das nicht. Okay, das war's. Na dann. Etage 5. Ich hoffe, ich krieg noch ein paar Bomben. Oh. Weak, can you spare of your magic? Nee. Ich brauch keine Rubine, sorry. Normalerweise ja, aber unter den Umständen nicht. Tut mir leid. Da muss ich hart sein. Hart und nicht herzlich.
So, ich habe keine Bomben. Und hier brauche ich einen Schlüssel. Okay, Secret Room. Ja, ist eigentlich der offizielle Weg, ne? Dann ist das gar nicht so secret. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Perfekt. Das gefiel mir gut, Leute. Okay. Oh ja, da ist er. Oh, geil. Wir haben's. Leute, die zwei. Die zwei. Jetzt brauche ich nur einen Feenbrunnen. Ganz ehrlich, das ist ja geil. Okay. Leute, wenn der Run nichts wird, dann können wir aufgeben. Dann können wir wirklich aufgeben. Der Run muss es sein. Und ich muss jetzt mich wirklich konzentrieren. Dann könnte das echt was werden hier. Okay, cool. Am besten bräuchte ich jetzt noch den Sorra-Brunnen oder wie das Ding sich schimpft. Und dann kann es eigentlich losgehen. Aber ich denke, ich werde es vielleicht erst auf der nächsten Etage bekommen. Den Sorra-Brunnen. Oder runter. Ich guck mal kurz, was unten ist. Oh ja. Ich habe aber keinen Platz mehr. Also das kann ich mitnehmen, ja. Ich habe dann alternativ... Also die zwei... Wir sind uns einig, die zwei behalten wir. Und das, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Das ist der rote, der Rubin und der Diamant. Da kriege ich einen Herzcontainer oder alternativ das da. Nee. Nee, ich bleib bei dem Herzcontainer auf jeden Fall. Das lasse ich liegen. Okay, cool. So, ich like es. Wir sind gar keine Gegner. Ah, da komme ich nicht hin. Okay. Ja. Alles klar. So, Schall da rum. Und da haben wir einen Powerstern. So, fabelhaft. Cool, ich freue mich. Ich freue mich. Leute, es läuft mal richtig gut. Ach, cool. Ah, und dann springt dir sowas ins Gesicht. Ist das... Okay. So. Nicht übertreiben, immer schön ruhig. Ich habe Zeit. Alle Zeit der Welt, Leute. So. Jetzt muss ich... Hä? Ach so. Ich muss jetzt nach links. Weil, genau. Okay.
Weiter im Text. Da geht's in die nächste Etage, Leute. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind im Dorf angekommen. Sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr. So, darauf nochmal ein Stück Kaffee. Und dann... Wir haben relativ viel Platz, muss ich sagen. Das ist eigentlich ganz geil. Ich mache jetzt hier einen ganz ruhigen. Kein Stress. Nirgendwo runterfallen. Man sollte denken, man kennt irgendwann mal den Weg, wenn man den schon 20 Mal gelatscht ist. Aber nee, es ist irgendwie manchmal immer wieder eine Herausforderung. Oh ja, gut, ich laufe den ja auch gefühlt einmal die Woche nur. Ja, man entdeckt da ab und zu doch mal was Neues. Gut, Leute, wir sind offiziell im Dorf angekommen. Und können uns auf jeden Fall ein paar schöne Items mitnehmen. Hoffe ich. Ah, geil, ey. Ja. Leute, wenn das nicht der Run wird, ich weiß nicht, was wir sonst machen müssen. Ich weiß es nicht, wirklich. Okay. Damit können wir jetzt so viel anfangen. Wir füllen jetzt hier unsere Mana-Vorräte, unser Herzchen auf. Wir kriegen ein neues Amulett. Auch richtig geil. Pfeile brauche ich nicht. Drop. So, hier ist nix. Ne, nee. Ah, ich brauche keine Pfeile. Mann! So. Pfeile. Ach ja. So, wenn ich jetzt noch irgendwo ein Rüstungs-Item bekomme und vielleicht noch ein Schwert-Upgrade, das wäre schon ziemlich geil. Das würde ich echt feiern. Aber, ja, ich glaube noch nicht so richtig dran. So, zack. Jetzt habe ich schon wieder Pfeile. Die brauche ich auf jeden Fall nicht. Zumindest erstmal nicht. Wenn ich hier zufällig einen Bogen bekommen sollte, könnte man sich das nochmal überlegen. Aber ich denke nicht. Ich habe einen Umhang, der ist ziemlich geil. Mittlerweile auch, wenn er total weggenervt wurde. Aber ich bin doch sehr, sehr froh, dass ich ihn jetzt habe. Sind wir mal ehrlich. Ich werde mal kurz... Oder? Nee, ich mach noch nicht. Doch, die zwei, die ich auf jeden Fall verwenden werde, werde ich mal kurz reinschmeißen. Geil, nochmal ein paar Bomben. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, noch mehr. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nice. So, pass auf. Der? Und? Nein. Der. So, jetzt kriegen wir das Amulett, womit wir Schätze aufspüren können. Also Geheimnisse. Und mein Inventory ist voll. Nice. Drop. So. Geil. Wir kriegen keinen Schaden mehr durch Stacheln und weniger durch Bomben. Und wir wissen jetzt, wann wir... ein Geheimnis vor uns haben. Genau. Schön. Hat man, glaube ich, auch noch nie im Dorf, oder? Vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendwas. Vielleicht laufe ich nochmal zurück. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo Räume, die ich noch gar nicht kenne. Na, vielleicht... Hier drinnen nicht. Einfach mal in alle Shops reinlatschen. Vielleicht gibt es wirklich irgendwo was. Wo der ausschlägt. Würde mich mal interessieren. So einfach just for fun. Einfach just for fun. Nö. Auch wenn ich denke, ihr hättet mir das wahrscheinlich dann schon mitgeteilt. Wenn das so wäre. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was ihr noch nicht kennt. Deswegen, ich würde, glaube ich, sogar nochmal zurücklaufen ein bisschen. Und gucken. So. Schön Mana. Was haben wir denn in der Schatzkiste hier? Nochmal Bomben. Ah, cool. Also,
Ja, es läuft wirklich gerade so, wie es laufen muss. Ich bin ganz ehrlich, wir kriegen gerade richtig viele Bomben. Wir haben das, was wir brauchen, haben wir auch bekommen. Also das Amulett haben wir jetzt endlich. Und zusammen mit vielen Bomben ist das doch eine super Sache. Okay, hier kriegt man ein bisschen Heilung. Heilung ist an sich auch geil, aber ich glaube, die Kombi ist schwierig. Mann. Es wird trotzdem noch sehr schwer werden. Seitdem wir bekommen jetzt gleich noch ein Taschen-Upgrade. Okay. So. Okay, ich glaube, wir bleiben dabei. Ja, ich kann die ja trotzdem mitnehmen. Ist ja eigentlich schon mal egal. Ja, jetzt müssen wir ja auch das Amulett vom Sahasala, ne? Ihr wisst schon, wen ich meine. Das müssen wir ja auch noch mitnehmen. Ich glaube, dafür werde ich das Mana konsumieren. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig für uns später. Ja. Okay. Gut. Ich bin guter Dinge. Wir müssen jetzt halt wirklich unsere Upgrades bekommen. Wir müssen sie jetzt irgendwie auf die Ketten bekommen. Dass wir das hinbekommen. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, Leute. Ich will gucken, ob es auch irgendwo Secrets gibt, die ich nicht kenne. Einfach mal so, just for fun. Weil wer weiß, vielleicht gibt es ja wirklich hier irgendwas. Also ich würde jetzt nicht komplett zurücklatschen, aber hier den Raum und den nächsten würde ich nochmal mitnehmen. Ne, okay. Gibt keine Secrets. Schade. Wäre irgendwie geil gewesen. Hätte ich gefeiert. Gut, dann würde ich sagen, wir holen uns noch einen Herzcontainer. Oder wollen wir auf was anderes sparen? Ich weiß halt nicht, wann wir nochmal die Chance haben, dann so einen Brunnen zu bekommen. Halt erst bei den Zwergen, denke ich. Und aktuell sind unsere Items auch voll. Also die Gemtasche, die Gemtasche ist voll. Natürlich lässt das ein Ei fallen, aber kein goldenes. Okay, hallo. Ich will mal ein goldenes Ei. Ja, ich habe da irgendwie kein Glück. Oh, sorry. Ah, bin ich sowas, echt Rubine, geil. Mann, warum denn immer? Keiner braucht das Zeug. Okay, so sieht's aus, Leute. Das ist eigentlich eine ganz geile Ausstattung für den Run. Und ich würde sagen, wir usen jetzt die zwei. Es sei denn, es gibt jetzt noch eine bessere Kombi, aber ich glaube nicht, oder? Ne. Wir nehmen die zwei mit. So wie die sind. Feuerfrei. Zack. Und zack. Sollten wir einen Herzcontainer bekommen. Oh. Das finde ich sogar besser tatsächlich, aber ich habe gerade irgendwie gedacht, wir kriegen einen Herzcontainer. Habe ich mich verguckt? Ah, okay. Ich habe mich verguckt. Ja, finde ich sogar besser. Mehr Angriff. Okay, cool. Dann, Leute. Ich hoffe, wir haben Glück. Das Einzige, was blöd ist, dass wir keine Heilung haben. Das ist das Einzige, was wirklich blöd ist. Ansonsten bin ich super zufrieden. Okay, let's go. Lasst uns ein paar Geheimnisse aufspüren. Bitte. Ich kann über Stacheln laufen. Auch mega geil. Für den Run mega geil. Was?
Schaut euch das an. Diese Scheiße, die ich gerade mache. Ich dachte schon, jetzt ist vorbei, ey. Ich dachte wirklich, jetzt ist vorbei. Okay. Aber hier ging es noch oben, oder? Oder ging es hier nicht noch irgendwo lang? Da habe ich mich gerade verguckt. Nee, hä? Nö, okay, gut. Weiter geht's. Ich fühle mich gerade ganz schwach. Gib mir Herzchen! Nee, warte mal, warte mal. Ich gehe von hier ran. Ich bin gerade einfach nur traurig. Ich bin gerade einfach nur traurig. Ja, natürlich. Natürlich. Scheiße, ich muss sie besiegen, ne? Ich brauch... Ne, ich hab einen Schlüssel. Oh Mann. Nein. Das kann doch nicht sein. Ach Leute, ich bin zutiefst traurig. Das sieht richtig scheiße aus, was ich hier mache. Hier war ich noch nicht. Ah! Geil, danke für nix. Hä, wo ist denn die... Hä, wo ist denn die Tür? Die Schlüsseltür. Kacke, Leute, ich sterbe so. Ich werde so sterben. Mann! Ich dachte echt, das könnte mal der Run werden, aber wie ihr seht, seht ihr nichts. Okay, Krabben schaffe ich. Gib mir nur ein paar Herzchen irgendwie. Super vorsichtig spielen bitte. Ich will hier nicht weg. Warum kriege ich denn kein Herzchen? Das gibt's doch nicht. Zum Mäusemelken hier. Verpiss dich. Bitte lass da Heilung drinne sein. Na komm her. Los, komm her. Mann, geh doch mal weg da. Ja, ja. Oh Gott. Okay. Okay, wir sind erstmal aus der Gefahrenzone wieder raus. Wie dieses Vieh, ne? Das ist ja sowas von nervig. So,
Okay. Alles gut, alles gut. Wir haben es geschafft. Wir sind erstmal wieder raus aus der Gefahrenzone. So, hier war ein Secret, ne? Warte mal kurz. Ja, hier ist irgendwo ein Secret Room in der Nähe. Nice. Nein. Ja. Ja, Mann. Ja. Boah, geil. Yo, 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 yo. Okay. Wir sind wieder auf einem... Ja, das war dumm. Das war einfach nur dumm. Wir sind wieder auf einem guten Weg. Ein Weg der Besserung ist eingeschlagen worden. Soll ich jetzt unten lang? Ich gehe erstmal unten lang, oder? Zeigt ihr mir jetzt immer den Secret Room an? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, zack. Seht ihr, den hätte ich... Ja, den hätte ich vielleicht gefunden. Vielleicht hätte ich den gefunden. Aber es war auf jeden Fall wichtig, dass ich den finde. So. Ja, die kann man sich halt sparen, die Kiste. Aber ich hatte noch nicht einen einzigen Fluch, ne? Glaube ich. In dieser Challenge. Ich glaube nicht. So, vielleicht noch einer? Okay. Ich bräuchte halt mal ein bisschen Rüstung. Und weniger von den Gegnern. Okay, nice. Ja, ihr seht, mein Leben geht schon wieder den Bach runter. Wie viel heilt das? 3 Herzen. Dann... Nee, ich konsumiere es noch nicht. Ich hoffe noch, dass ich hier vielleicht jetzt ein Herz hinbekomme. Ne, nur eine Bombe. Sind das eigentlich schon wieder hier? Hm? Könnt ihr mir das mal sagen? Was ist denn das eigentlich schon wieder für ein Scheißraum? Ich muss alle Gegner töten, wa? Nee, ich muss den Schalter aktivieren, okay. Okay, na dann. Der gefällt mir. Das ist ein schöner Raum. So. Meine Güte, ey. So, Schlüssel. Was? Leckt mich doch einfach am Arsch. Fuck. Mann. Ah. Ganz ehrlich, das ist meine eigene Schuld. Das ist... Ah, es nervt mich so. Es nervt mich so. Leute, das wäre der Run gewesen. Ganz ehrlich, wir hätten ein bisschen stärker noch werden müssen. Aber wir hatten auch echt wenig Glück mit dem... Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, hier den guten Mittelpunkt zwischen Heilung und was nehme ich mit und was nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Okay, Leute, ich würde sagen, wir belassen es bei der Challenge erstmal. Ich würde vielleicht im nächsten Part erstmal die neue Challenge versuchen, mit den vermehrten Flüchen in den Schatzkisten. Vielleicht ist das erstmal eine Erleichterung für uns dann. Ich glaube, ich will erstmal wieder einen Sieg haben, bevor wir dann hier wieder reingehen. Und vielleicht dann irgendwann mal so viel Glück haben, dass wir diese Challenge schaffen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diese Challenge angehen würdet. Würde mich sehr interessieren. Für mich war das jetzt eigentlich ein geiler Run. Aber mehr als Etage 7 sind wir bisher nicht gekommen. Ich stelle mich aber manchmal auch ein bisschen dumm an, einfach.
leider. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüssi, Leute.